Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute drehe ich das Video, das ich mir ausgedacht habe. Und zwar hat mein fast zweijähriger Sohn mein Make-up ausgesucht. Viele von euch wissen, dass ich zurzeit keine Videos schneiden kann. Das heißt, ich kann euch im Video hier jetzt leider nicht einblenden, wie er die Produkte ausgesucht hat. Aber ich werde das auf Instagram in meine Stories reinpacken und werde das dann auch auf meinem Profil in ein Highlight packen, dass ihr das auch natürlich noch nach ein paar Tagen angucken könnt. Also guckt da gerne auf Instagram vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie mein Sohn dann die Sachen ausgesucht hat. Ich habe eben ihn alles aussuchen lassen, Foundation, Concealer, Lippenstift und so weiter. Und bei der Lidschattenpalette habe ich dann alle Farben so gesagt in den Zettel und dann durfte er sich 4 Zettel nehmen. Und das sind dann die jeweiligen Farben, die ich dann benutzen muss. Also 4 Farben habe ich ausgewählt, weil ungefähr mit 3 kann man ein Augen-Make-up machen. Und ein Produkt davon ist so gesagt, oder eine Farbe ist ein Joker. Entweder kann ich ihn benutzen oder ich kann ihn auch nicht benutzen. Also, oder muss ihn auch nicht benutzen. Genau. Ich habe auch noch nicht reingeguckt, welche Farben er so gesagt für mich ausgesucht hat. Ich habe die Zettel einfach genommen und habe sie hier in die Lidschattenpalette reingelegt. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall zusammen überrascht. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der Foundation an. Da hat er sich von Vichy die Dermablend ausgesucht. Ich habe nur im Nachhinein gemerkt, dass die eigentlich schon leer ist. Ich hoffe, ich bekomme da jetzt noch was raus. Doch, ja. Das ist eine sehr hochdeckende Foundation. Und ich mochte die aber in der Zeit zum Beispiel, wo ich sehr starke Unreinheiten hatte, mochte ich die echt gerne. Wundert euch übrigens nicht. Ich habe hier oben einen schönen Sonnenbrand. Wir waren nämlich letztens mit meinem Bruder und seinen Kindern und so im Schwimmbad. Und da habe ich mich wirklich 5-mal eingecremt, weil es ja zurzeit wieder so ultra, ultra heiß ist. Also auch heute sollen es 40 Grad werden. Und ich habe mich wirklich am Körper 5-6 Mal eingecremt. Nur habe ich mein Gesicht vergessen. Ja. Wir saßen natürlich auch viel im Schatten. Deswegen habe ich zum Glück dann auch wirklich nur da ganz oben an der Stirn, so gesagt, einen Sonnenbrand bekommen. Wenn ich jetzt den ganzen Tag in der Sonne gesessen wäre, wäre mein ganzes Gesicht wahrscheinlich voller Blasen gewesen. Genau. Also wie gesagt, davon braucht man auch eigentlich echt nicht viel, weil die schon sehr, sehr hochdeckend ist. Ich mag die aber wirklich richtig, richtig gerne. Also auch jetzt, wo ich nicht mehr so viele Pickel habe, benutze ich die dennoch voll gern. Weil die trotzdem für die Deckkraft, die sie hat, einfach ein schönes Ergebnis macht. Also nicht zu maskenhaft. Die hat auch keinen so krassen Matt-Effekt, sondern eher so ein bisschen glowy. Also jetzt nicht mega glowy oder so, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und genau. Die setzt sich auch nicht so doll an meine trockenen Stellen ab. So, von der Foundation her geht es ja gerade eigentlich noch. Also ich habe hier auch meinen Spiegel, deswegen muss ich immer da drüben reingucken. Also von der Foundation, wie gesagt, geht es jetzt noch. Als Concealer hat er auch meinen aktuellen Lieblingsconcealer ausgesucht, der Essence Healthy Glow Concealer. Da habe ich mich dann sehr gefreut. Er hat komischerweise auch immer nur von einer Seite die Produkte teilweise genommen. Ich hätte dann immer erwartet, dass er auch mal eine andere Seite, von der anderen Seite irgendwas nimmt oder so, aber das hat er dann bis zum Schluss nicht gemacht. Und wie gesagt, ich habe eher gedacht, er würde zu den krassen Farben und sowas greifen, aber eigentlich hat er wirklich willkürlich einfach zu dem gegriffen, das da eben lag. Ich habe auch probiert, dass er immer von derselben Stelle aus losläuft und sich was aussucht, dass er dann nicht, wie gesagt, so von rechts oder von links kommt und das dann so gesagt, ja, dann eine Seite bevorzugt hätte oder so. Aber wie gesagt, irgendwie hat er nur von der einen Seite ausgesucht. Und wie gesagt, den Concealer, das habe ich euch in meinem Favoritenvideo schon gesagt, den benutze ich auch sehr, sehr gerne auf dem kompletten Gesicht. Ja, der macht wirklich ein richtig schönes Ergebnis. So, jetzt geht es weiter mit Bronzer, würde ich sagen. Da hat er von Catrice den Sun Glow Bronzer sich ausgesucht. Den habe ich schon ewig nicht mehr benutzt.
also wirklich schon richtig, richtig lang. Ich habe ja auch viele Produkte aus den tiefsten meiner Schublade genommen. Ich hatte ja auch Foundations hingelegt, die mir ungefähr wirklich 5 Nuancen zu dunkel gewesen wären, die ich wirklich getragen habe, als ich noch so viel Selbstbräuner benutzt habe. Genau. Und die habe ich natürlich dann auch dazu gelegt. Da war ich echt froh, dass er sich nicht die ausgesucht hat. Also so. Eigentlich ist er ganz schön. Ein bisschen arg rötlich, aber geht noch. So, jetzt kommen wir zu Blush. Da hat er leider nicht zugelassen, dass er sich nur eins nimmt. Er wollte immer diese beiden, dann habe ich beide hingelegt, habe probiert, ihn eins aussuchen zu lassen, hat er immer wieder beide genommen. Also habe ich jetzt gesagt, mixe ich einfach beide. Und das war so die Horrorfarbe, weil die ist auch so hammermäßig pigmentiert, dass ich gar nicht weiß, wie ich die, wie gesagt, dezent auftragen soll. Und die benutze ich jetzt auch noch, jetzt muss ich auch noch beide benutzen. Das heißt, ich tippe jetzt da nur so ein bisschen rein und da tippe ich nur so ein bisschen rein. Ich kann ja auch, wie gesagt, abklopfen an der Hand. Aber die Farbe ist echt extrem. Also wie gesagt, ich habe jetzt fast gefühlt nichts auf dem Pinsel drauf gehabt und es ist jetzt schon immer noch so krass. Also diese Farbe ist echt schier unmöglich, die irgendwie natürlich aufzutragen. So geht es aber doch eigentlich. So. Dann als Highlighter hat er sich von der Catrice LE diesen wunderschönen Highlighter ausgesucht. Den mag ich auch echt richtig, richtig gern. Oh, der hat schon echt auch Bums. Sehen könnt, aber der ist auch richtig, richtig schön, wie gesagt, also schade, 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 dass das eine LE war. Ich gehe dann auch immer noch mal so unter meinen Augenbrauenbogen damit und noch mal hier so auf die Stirn, über die Augenbraue, die Nase. Also bis jetzt gefällt der Look mir richtig gut. So, dann machen wir weiter mit den Lippen. Ich mache auch oft, gerade wenn der Lippenstift feststeht, erst die Lippen und dann das Auge. Da hat er sich den Liquid Lipstick von P2 ausgesucht, dieser Chrom Matt. Ich vermisse übrigens P2, also ich war echt eine sehr gerne, also eine, die P2 gekauft hat. Und die neue Marke da, die finde ich jetzt nicht so. Der Burner, dieses 184 oder wie die heißt. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr von der neuen Marke ein Fan seid und welche Produkte ihr da am besten findet. Da wechselt ja immer irgendwie das Sortiment einmal im Jahr komplett. Und das Prinzip finde ich schon irgendwie doof. Weil ich bin wirklich ein Mensch, ich kaufe, wenn ich ein Produkt wirklich sehr, sehr gerne mag, auch jahrelang das Produkt immer wieder nach. Und hasse das dann immer schon, wenn ein Sortimentswechsel ist und dann die Produkte weggehen. Und wenn es ja dann wirklich immer das komplette Sortiment ist, finde ich das sehr, sehr schade. So, jetzt bin ich mal gespannt mit den Lidschatten. Ich werde, wie gesagt, die nummerieren, also so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Genau. Also diese Palette, wie gesagt, ist es geworden. Ich habe hier diese 4 Zettel und jetzt ziehen wir doch mal oder gucken mal, welche Nummern er ausgesucht hat. Okay, wir haben die Nummer 11, die Nummer 7, die Nummer 1 und die Nummer 9. So, also die Nummer 1 ist dieses Gold hier oben, das ist schon mal sehr gut.
kann man super oft ein Lied oder so auftragen. So, eins. Dann haben wir die Nummer 7, das ist dann das Rosa hier. Dann haben wir die Nummer 9, dann ist es dieses Auberginen. Und die Nummer 11 sind wir bei dem Grau hier. Wow, kann ich wirklich was Schönes machen. Dann würde ich sagen, fange ich an in der Lidfalte mit erstmal mit diesem dunkleren Auberginenton hier. Die Palette ist sehr, sehr gut pigmentiert, wie ihr da jetzt schon sehen könnt. Das heißt, dieser Ton, den trage ich mir, also trage ich über die Lidfalte eigentlich. So, dann nehme ich den Grauton mit demselben Pinsel, den trage ich dann hier hinten und in die Lidfalte direkt. Was machen wir jetzt? Nehmen wir das Gold und das Pink dann in die Mitte. Oder nee, dann nehme ich das Pink auf dem Lid und das Gold dann als Highlight. So gesagt, vorne im Innenwinkel. Da ist es eigentlich echt immer am besten, die Finger zu nehmen. Schönsten Effekt oder ist dann auch halt nass auftragen. So, das Gold nehme ich gleich auch mit den Fingern und trage das auch im Innenwinkel auf und ziehe das auch so ein bisschen auf das Lid drauf, dass es wie so einen Verlauf gibt. Und den Auberginenton, den mische ich mit dem Grauton jetzt nochmal und trage mir den unten entlang auf. Und gehe nochmal hier über die Kanten. So. Und zum Schluss kommt dann noch Mascara. Da hat er von, oh nee, wir haben noch was. Wir haben noch einen Eyeliner. So ein Metallic Eyeliner. Brauche ich bessere Spiegel von der Palette. Sieht man das eigentlich kaum durch die Farben. Also eigentlich ist es fast exakt die gleiche Farbe wie auf dem Lid. So.
Und jetzt benutzen wir noch die Mascara, auch einer meiner Lieblingsmascaras. Tusche jetzt extra nicht viermal, weil sonst wird das Video ja ultra lang und ihr könnt die ganze Zeit mir zugucken, wie ich meine Wimpern tusche, weil ich das Video ja nicht schneiden kann. So ist der fertige Look. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde ihn so definitiv auch tragen. Ich hätte jetzt viel, viel Schlimmeres erwartet. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ich mal so, also dasselbe Video machen soll, aber so gesagt in Extreme. Also schreibt einfach unten in die Kommentare Extreme rein. Dann lege ich zum Beispiel zu der Foundation einfach noch Produkte hin, die gar nicht dahin gehören. Also dann lege ich zur Foundation zum Beispiel einen, sage ich jetzt mal, einen extrem Highlighter dazu. Und dann muss ich ja anstatt Foundation Highlighter benutzen. Oder ich lege zum Bronzer einen grünen Lidschatten dazu. Und wenn er den aussucht, dann muss ich den Bronzer mit grünen Lidschatten machen. Und. Also so lege ich dann immer ein paar Produkte mit dazu. Können wir auch gerne dann auf Instagram so ein bisschen, kann ich euch da ein bisschen fragen, welche Produkte ich dann dafür nehmen soll. Und dann machen wir das Ganze nochmal in Extrem, sodass es auch sein kann, dass ich zum Beispiel einen Kajal als Lippenstift benutzen muss oder so. Ne? Also schreibt es gerne unten in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt. Klickt gerne mal ein Däumchen hoch, wenn euch so Videos gefallen. Ich habe auf jeden Fall noch einiges vor, also abonniert gerne auch meinen Kanal. Ich würde gerne einmal noch Make-up rückwärts auftragen, das heißt also alles halt rückwärts. Also zum Schluss dann so gesagt Puder, vorher dann Foundation, also ihr wisst schon, wie ich meine, also alles eben rückwärts. Ich würde gerne noch Make-up-Roulette abdrehen und. Also ich habe noch so viele Sachen auf meiner Liste stehen, die ich gerne noch drehen würde. Also wie gesagt, Videowünsche auch immer gerne unten in die Kommentare. Es kommt auf jeden Fall auch noch ein Haarpflege-Video und eine Gesichtspflegeroutine in der nächsten Zeit online. Und dann hoffe ich, wie gesagt, hat euch das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.